Hallöchen und willkommen zurück auf dem Mars bei Surviving Mars. Ja, wir haben zuletzt ja unsere schöne Kuppel hier errichtet und auch die Stromversorgung noch ein kleines bisschen aufgestockt. Stündliche Produktion, da haben wir jetzt richtig schön Überproduktion, das freut mich. Und es kommen noch zwei Dinge nach. Von daher, es könnten theoretisch, aber auch nur ganz theoretisch, könnten Kolonisten einziehen. Vorausgesetzt, wir hätten eine Rakete dafür, denn, haha, zwei verfügbare Raketen und eine neue Rakete würde uns 3000 Millionen an Geld kosten. So viel haben wir nicht mal. Von daher, nein, nicht wirklich eine Option. Wir müssen so ein Ding zurückschicken, sind aber auch recht gut bei. Wir müssen das Ganze nur beschleunigen und dann passt das schon. Wobei, bevor wir beschleunigen, möchte ich eher mal Nutzen aus diesem Ding hier machen. Lager, Metall, natürlich. So, und jetzt, zack, gehen die Dinge an die Arbeit. So möchte ich das. Dann können wir auch da wieder Metall abholen. Wir haben auch unseren Transporter. Neue Technologien können erforscht werden. Sehr löblich. Aber erstmal schnappen wir uns hier Metall vom Stapel. Okay, neue Technologien. Was wären das denn für welche? 3D-Zerspanung? Maschinenteilefabrik. Stellt elektronische Geräte aus Metallen her. Das könnte man, glaube ich, gebrauchen. Mikroherstellung. Auch gar nicht mal so unwichtig. Neues Gebäude, Elektronikfabrik, stellt elektronische Geräte aus Edelmetallen her. Ah, da kommen die Edelmetalle ins Spiel für elektronische Geräte. Nicht schlecht, müssen wir uns merken. Und ein Zitat von Steve Wozniak. Ich hoffe, dass später irgendwo steht, dass ich gute Computer entwickelt habe. Sehr löblich. Ah ja, das hatte ich schon gesehen. Hier ist nämlich ein Terry Pratchett Zitat. Alle Pilze sind essbar, manche jedoch nur einmal. Terry Pratchett, Scheinwelt. Kennt ihr? Hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall löblich. Da haben wir ja Sachen. Inspirierende Architektur. Die Moral von Kolonisten in Kuppeln mit einer Spitze ist erhöht. Klingt gut. Was haben wir hier? Stromerzeugung von Solarkollektoren und großen Solar... Instant Need. Können wir das hier irgendwie zwischenpacken? Ach nee, das hier. Das, so setzen wir das an die erste Stelle. Okay. Ganz, ganz wichtig. Habe ich nämlich Bock drauf. Also wenn wir da die Effektivität derart erhöhen können, 100% doppelt so viel durch die Solarkollektoren, dann haben wir ausgesorgt. Aber sowas von, da kann uns niemand mehr was, dann sind wir King of Currywurst zum Quadrat. Also, bam! Besser könnte es gar nicht kommen. Ja, und wir pflastern diese Betonfläche hier mit dem niedrigen Qualitätsvorkommen einfach mal ganz, ganz brutal zu, als wäre es das Normalste auf der Welt. Also muss das ja auch sein. So, dann können wir hier noch ein paar Batterien reinpacken. Haha. Polymere, ein paar haben wir ja noch übrig. Nicht viele, aber ein paar. Leider brauchen die für die Wartung auch ein Polymer. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, die Kehrseite der Medaille. Auch wenn hier die alten Dinge, ja, die brauchen bald eine Wartung. Das kostet leider Polymere. Mein Herz weint schon. Warte mal, warte. Ach, der ist noch gar nicht angekommen. Na dann, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Und nehmen auch den Erkunder wieder zur Hand, um das nächste, das geht noch. Nee. Das ist ja gar keins. Okay, das wird etwas knapp. Nee, da möchte ich doch lieber nochmal anzapfen. Sicher ist sicher. Nicht funktionierende Gebäude, ich weiß. Und theopraktisch können wir auch Produktion, wo haben wir es? Edelmetallextraktor. Oh yeah. Können wir theoretisch auch schon mehr oder weniger eins bauen. Aber wenn, wollen wir ja dieses Vorkommen anbuddeln. Das wird unser To-Go-Dings erstmal. Erst später dann die mit dem niedrigen. Aber ich bin ja froh, dass wir hier
derart viele Vorkommen in der Nähe haben. Das ist wirklich so unsere Edelmetallschmiede par excellence. So, und die machen hier tägliche Produktion, jeweils 12. Sektor scanned. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und wir haben einen neuen Sektor gescannt. Jetzt geht es hier nochmal dran. Haha! Und mal sehen, vielleicht erleben wir hier ja ein kleines Wunder. Mal können wir das als 4 machen. Wäre auch gar nicht mal so öde. So, och Mensch, hier bei Nacht. Da sieht man erst, wie viele Drohnen doch mittlerweile unterwegs sind. Um ehrlich zu sein. Wie viele haben wir? Sind das hier? Genau. 23 Drohnen. Könnten gerne ein paar mehr sein. Und das Ding wird langsam gefüllt. Endlich können wir es bald wieder ins All schießen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Noch ohne Exportgüter. Das kommt noch. Aber immerhin. Besser als gar nichts. Und dich können wir mal wieder zurückschicken. Du setzt hier mal ein paar Materialien ab. Zack, die kommen dahin. Derweil unser Erkunder, der ist wieder aufgeladen. Ja, schicken werde ich doch mal munter dorthin. Und schon ist er unterwegs. Wie sieht es denn überhaupt aus? So, ich verlangsame mal. Denn hier ist auch wieder die Arbeit verrichtet. Und da müssen wir mal sehen, wo ist das nächste Feld, wo wir irgendetwas abbauen können. Ja, hier so die Ecke. Nehmen wir erstmal den Sektor, glaube ich, ne? Komm, da gehen wir hin. Zack. Nein! Verdammter Scheiß, will ich doch gar nicht haben. Hier so, zack, ihr geht hier hin. Beziehungsweise, nee, schlabbert mal ein bisschen hier am Strom und dann können wir weitersehen. So, und die Rakete ist abschussbereit. Sie kann wieder Richtung Erde. Yes! Wo können wir es denn machen? Da, starten. Ich freue mich schon drauf. Gehen dann die Drohnen überhaupt wieder mit? Fragezeichen. Ah, Startvorgang läuft, okay. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, ob wir die Drohnen behalten. Das wäre nämlich ganz, ganz liebensgewürzig. Steht hier, wie lange es braucht bis zum Start. Ah, da wird das Ding eingefahren. Die Drohnen bleiben zum Glück. Und suchen sich jetzt offenbar einen neuen Hub. Sehr schön. Vom Mars aus Rakete gestartet. Auch wieder ein Meilenstein. Yes! Und ab geht die wilde Reise. Ach, scheiße. Scheiße. Können wir das Ding umverlagern? Kann ich das irgendwo neu aufbauen? Scheiße. Ach, Herr Jemine. Wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig großes Problem. Das wir gleich nur mit einer Sache lösen können. Shit. Warum hat der Rover keine Drohnen? Der braucht doch Drohnen. Okay, dann setzen wir den mal hier hin und hoffen, dass das ausreicht. Ach du Schande. Daran hatte ich so gar nicht gedacht. Gut, da ist er erstmal wieder beschäftigt. 1%. Das dauert noch ein kleines Weilchen. Aber wir können ja mal hier das Ding hier nehmen und ja, nehmen wir mal ein bisschen Beton auf. Das klingt nach einer Idee. Und können ja, hier ein bisschen versorgen. Warum wird das, warum ist das nicht schon längst abgebaut? Ich habe so gar keine Ahnung. Was machen die da den ganzen Tag? Ach so, vermutlich hatten die bis vor kurzem gar keine Drohnen. Ha, das könnte es sein. So, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Drohne. Können wir die zuordnen? Erneut zuweisen. Da, zack. Ah, jetzt hat er die Drohnen. Yes. Warnung, zu weit von einem zuständigen Drohnenkommandant entfernt. Nö, ist ja gar kein Problem, ne? Und noch laufen die Dinger auch, perfekt. So,
Es funktioniert also alles. Mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. So, dann müssen wir einmal das Ding hier aufladen. Können wir nur derzeit keine Ressourcen abbauen. Aber wir haben hier 103 Metalle noch auf Lager. Ah! Und ich bin der Meinung, wir können... Ich glaube, wir können mit dem Transporter auch Dinge abbauen, oder? Ich glaube, ja. Na gut, wir werden es ja mal sehen. Habe ich den Erkunder jetzt dahin geschickt? Nee. The rover went dark for 5 hours. When it rebooted, it confirmed it had come into contact with an unusually high voltage electrical charge. Okay, wir haben hier eine etwas größere Anomalie wohl mal gehabt. Einsatzleitung Lok Nummer 7. Der Kontakt zum Rover ist für 5 Stunden abgerissen. Anschließend hat er sich neu gestartet und bestätigt, dass er mit einer ungewöhnlichen Hochspannungsladung in Kontakt gekommen ist. Es wurde sofort höchste Alarmbereitschaft ausgelöst, nachdem wir den Kontakt zum ferngesteuerten Erkunder verloren hatten. Nach 5 langen Stunden voller Angst und Verzweiflung konnte die Datenverbindung wiederhergestellt werden und eine Welle der Erleichterung ging durch die Menge im Kontrollzentrum. Der teleskopische Bohrer, der eingesetzt wurde, um die Kruste bei Anomaliestandort zu untersuchen, ist auf eine Schicht magnetitreiches Gestein gestoßen, die Quelle der elektrischen Ladung. Der Rover funktioniert zwar noch, aber es würde eine Weile dauern, seine Bewegungssysteme komplett wiederherzustellen. Die Mechanisten haben eine Niederlage in einen Sieg verwandelt, indem sie das unerwartete Zeitfenster dazu nutzten, die magnetischen Eigenschaften der Marskruste zu untersuchen. Effekt, die ferngesteuerte Erkunde hat eine Fehlfunktion. Er muss von Drohnen repariert werden. Ja, das geht irgendwie klar, hoffe ich zumindest. Technologieboost, 50% für die folgenden Technologien und ein kleines bisschen Geldboost. Mehr schlecht als recht irgendwie, weil wir da im Moment keinen... Ja, das ist das Problem. Wir haben derzeit absolut keine Drohnen in der Nähe. Hä? Ich wüsste etwas, das da helfen könnte. Ah, das ist nicht so schön. So. Anomalie analysiert, brauche ich nicht. Meilenstein erreicht, ja. Erste Menschen auf dem Mars. Ja, das wird auch noch kommen, glaube ich. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Marsbewohner. Aber auch noch ein bisschen, 19%. Ach Mensch. Was machen wir da am besten? Ach komm. Nehmen wir das Scheiß-Teil mal mit auf Reise. Kann ich das Ding hier reparieren dann? Muss ich ja, ne? So, dann geht's eben mal einmal hier in die Nähe rein. Und was ist mit unserem Transporter? Der Transporter ist gefüllt mit a lot of nothing. Dabei darfst du doch gerne mal was aufladen. Und zwar... Nö, da sind die Vorräte gut aufgehoben erstmal. Beton wollte ich, ne? Ja komm, nehmen wir hier ein bisschen Beton von. Ach nee, das ist... Oh, das ist vorhanden. Dann packen wir das andernweitig weg. Hilf, wieso... Okay. Irgendwie funktionierte das gerade nicht so, wie ich wollte. Aufgeladen ist das Mistteil. Dann können wir mal kurz gucken. Wo haben wir Metalle? Das möchte ich mal ausprobieren. Ob das funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Der darf das hier abbauen. Lade Ressourcen ein. Sollte eigentlich funktionieren. Dann brauchen wir nämlich gar nicht immer mit den Drohnen hingehen. Das wäre eigentlich noch besser, um die Sachen zu transportieren. Dann bräuchten wir auch in der nächsten Frachtrakete auf jeden Fall noch so einen Transporter mit dabei. Das wäre richtig Knorke. Hey, was haben wir denn hier überhaupt gerade? Ach, sind das die Drohnen vom Rover? Oder? Wo ist der denn unterwegs? Ferngesteuerter Transporter. Da ist der ja. Ja, wir haben im Moment in der Nacht Stromknappheit. Aber hier, guck mal.
nur minus 8,4, das ist gar nichts. Die Batterien sind richtig munter gefüllt. Ist perfekt, also das läuft echt wie sonst was. Und wir haben hier unsere Durchbruchstechnologie fest in Forschung. Wenn das erstmal durch ist, dann haben wir eh mehr als genug Strom fürs Erste. Dann müssen wir uns darum wirklich keine Sorgen mehr machen. Ha! Und noch immer hier schön verschmutzt von der Rakete. Im Detail steckt halt bekanntlich doch der Teufel. Und das Ding, die sind bald irgendwie so ein bisschen fix und fertig. Das ist noch so ein bisschen suboptimal. Was haben wir hier überhaupt hier? Da haben wir ein bisschen davon, okay. Denn ich möchte ganz gerne nochmal lagertechnisch hier Lebenserhaltung nochmal einen Sauerstofftank dran basteln. Und ebenso einen Wasserturm nochmal. Klingt eigentlich nach einer Idee. Zack, da kann das Ding hin. Und alle sind glücklich, hoffe ich. Oh, wie weit ist die... Ah, beschleunigen wir mal wieder ein bisschen. Wer wollte ja unbedingt Menschen haben? Und ich weiß gar nicht, wie teuer das wird, Menschen mitzunehmen. Könnt ihr auch etwas mehr ans Geld rangehen. Ah, und da ist funktioniert, es funktioniert. Perfekt. Und wenn das Ding abgebaut ist, nehmen wir noch das hier in Angriff. Und dann sollte unser Metallproblem endgültig der Vergangenheit angehören. Oh, ist die Frage, machen wir hier noch ein bisschen Ausbau betreiben? Ich würde hier fast schon noch irgendwie Kuppelservice. Freiluft-Fitness-Areal. Klingt natürlich geil, weil trainieren und sozial wäre da gegeben. Entspannung, trainieren und spielen, ja, das ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Kleiner Brunnen, großer Brunnen. Sektor scanned. Da können wir noch da irgendwie einen Brunnen dran basteln. Und ein neuer Sektor gescannt, aber es brachte irgendwie so gar nichts. Ist natürlich schade. Okay, dann machen wir ja doch lieber da ein bisschen weiter. Oh, bebaubares Gebiet, 30%. Harter Tobak auf jeden Fall. Oh, 9% ist natürlich noch schlimmer. Und hier, bam, 0% baubares Gebiet. Das ist einfach nur, ja, verschwendete Fläche mehr oder weniger. Aber egal, kommen wir schon irgendwie mit zurecht. So, und hier wird schon wieder gebaut. Beton ist ja genug, na, halbwegs genug da. Wieso wird das Ding hier nicht gebaut? Ah, scheiße, die Maschinenteile. Ja, ich erkenne das Problem. Es macht Sinn. Was ist mit unserem Transport Air? Ja, der braucht noch ein kleines bisschen. Das ist mal beschäftigt. Na, dann wollen wir ihn ein kleines bisschen arbeiten lassen. Und kurz gucken, was sagt... Ah, der ist schon wieder fit, glaube ich. Zack, ja, yeah, der kann wieder arbeiten. Perfekt. Dann wollen wir doch mal den Rover zurückschicken. Zurück, und zwar hierhin. Und dann, ach, hätten wir auch etwas schneller haben können, indem wir einfach den anklicken. Aber egal, wir wollen ja natürlich die nächste Anomalie... Nee, die ist zu weit weg. Nur dann nuckeln wir mal wieder am Stromnetz. Klingt auch noch eine Idee. Oh, eigentlich können wir doch schon so ein Ding langsam errichten. Ein paar Maschinenteile haben wir doch, oder? Oh, wird langsam auch eng. Da sollten wir doch lieber vorsichtig sein, was wir produzieren. Cable fault reported. Ja, mi und so. Ah, wir haben die Rakete ist fertig. Wir können eine Rakete losschicken. Geil. Perfekt. Das Ding braucht auch nur noch die Hälfte. Yes, Passagierrakete.
Ich freue mich. Die Passagierrakete bringt Kolonisten und eine minimale Menge an Nahrung zum Mars. Mit Begutachten kannst du dir die Eigenschaften der Ankömmlinge ansehen. Ja, das will ich. Das ist die Duddle One. Da kann ich die umbenennen noch immer. Okay, muss ich mir für das andere Schiff merken. Hier haben wir Altersgruppen. Was wollen wir denn haben? Kinder? Nein, definitiv nicht. Jugendliche? Eine junge Person, die in allen Gebäuden arbeiten kann. Also quasi schon erwachsen. Das ist gut. Ja, eigentlich wollen wir ja eher die junge Generation haben, ne? Nehmen wir mal bevorzugt Jugendliche, gell? Gell. Gut, dann sind wir mit den Altersgruppen fertig. Wie kommen wir hier zurück? Ach, darüber. So, Spezialisierung. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Alle Eigenschaften, keine Spezialisierung. Wir brauchen vorwiegend Botaniker, ja, auf Farm arbeiten. Gerne. Mediziner, auch nicht schlecht. Und Geologen, ja, ich glaube, das wären so die drei Sachen, die ich gerne mit dabei hätte. Geschlecht. Anders, eine Person, die biologisch weder Mann noch Frau ist. Die haben hier echt an alles gedacht. Ist mir eigentlich völlig Wumpe. Können ruhig Geschlecht haben, wie sie wollen. Stärken, ah. Was für Stärken wären brauchbar? Kein Komforteinbußen bei Essen von ungekochter Nahrung. Was es nicht alles gibt. Workaholic, das klingt gut. Erhöht die individuelle Leistung um 20. Keine Einbußen für Arbeiter unter hoher Arbeitsbelastung. Klingt geil. Sexy, erhöht die Geburtenrate erheblich. Ich weiß zwar nicht, was sexy damit zu tun hat, dass auch Kinder kommen. Ich dachte, dafür müsste man Familienmensch sein. Aber egal. Gelassen. Sämtliche Besonnenheitsverluste werden halbiert. Promi. Erzeugt Geldmittel durch Anwesenheit in der Kolonie. Ach komm. Ich möchte einen Promi mit dabei haben. Quasi Living on Mars with the Kardashians. Warum nicht? Unbedingt. Fit. Regeneriert beim Ausruhen mehr Gesundheit. Kann auch bei niedriger Gesundheit arbeiten. Übrigens, wir haben im Moment 108 passende Kolonisten für unsere Angaben. Partylöwe erhält zusätzlichen Komfort, wenn die sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Ja, dafür müssen die aber auch erstmal befriedigt werden. Hippie erhält doppelt so viel Komfort in Gärten und Parks. Okay. Schwächen, jetzt wird's interessant. Was haben wir denn hier? Chronisch krank. Verliert jeden Tag Gesundheit. Ja. Bin ich auch dafür, dass die nicht genommen werden. Faul. Verringert die individuelle Leistung an allen Arbeitsplätzen um 20. Möchte ich eigentlich auch nicht haben, oder? Nehmen wir weg. Einzelgänger. Verliert jeden Tag Komfort in Kuppeln mit mehr als 30 Einwohnern. Ist bisher noch nicht der Fall, von daher... Soll doch. Heulsuse. Verliert Besonnenheit bei niedrigem Komfort. Ja, ist für den Anfang vielleicht auch nicht so dolle. Feigling, ja, bei Katastrophen verliert Besonnenheit und kann Nervenzusammenbruch erleiden. Kommt vor, viel Fraß, braucht mehr Essen, ist eigentlich kein Problem, wenn wir es erstmal haben. Chance von 50% beim Besuch eines Casinos 20 Besonnenheit zu verlieren, kann durch Nervenzusammenbrüche ausgelöst werden. Ugh. Idiot, nö, Idioten will ich nicht, kann eine Fehlfunktion am Arbeitsplatz auslösen, Chance von 10%, Gebäude mit einer Fehlfunktion funktionieren nicht mehr und müssen gewartet werden. Nein, wir wollen keine Idioten haben. Eigenarten. Was sind das denn? Guru. Verteilt zufällig Eigenschaften dieses Kolonisten auf andere Personen mit weniger als 3 Eigenschaften in derselben Kuppel. Tourist arbeitet nicht, verschwindet bei erster Gelegenheit und bleibt nur, wenn der Komfort hoch genug ist. Nein, will ich nicht haben. Veganer, keine Sorge, sie werden es dir sagen. Will ich Veganer mit dabei haben? Gute Frage. Im Moment haben wir ja eh nur pflanzliche Nahrung, von daher mir doch egal, ob das ein Veganer ist oder sonst wer. Schwächen, haben wir hier irgendwas, was wir überhaupt nicht wollen noch? Melancholiker, ja. Nö, das geht schon so.
So, 102 von 143. Ich weiß nicht, ob ich etwas besser hätte das Ganze noch auswählen sollen, aber egal. Wir starten einfach mal die Rakete und hoffen das Beste für unsere Mission. Ja, und haben dann vermutlich in der nächsten Folge dann die ersten Kolonisten auf dem Mars. Aber das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefreut und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüssikowski!